Ich bin der Julian Eligaus. Wir sind heute am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert worden, mit Personen und der LKW eingeklemmt. Ich bin zufällig gerade 200 Meter entfernt von der Unfallstelle und bin als Nachbarschaftssanitäter alarmiert worden. Ich habe dann gleich der Patient unter dem LKW angetroffen, der Hubschrauber nachalarmiert. Der Notarzt und die Rettungskräfte sind gleich danach darauf eingetroffen. Dann hat der Patient mit Hilfe von der Ortsfeuerwehr Rambien haben wir unter dem LKW mit dem Hebekissen befreit. Anschließend wurde der Patient nachher dem Hubschrauber C8 übergeben und ins Landeskrankenhaus Reichen geflogen. Das Rote Kreuz war insgesamt mit einem Notarztfahrzeug mit 4 Mann, ein Rettungsfahrzeug mit 2 Mann sowie einem Einsatzleiter und der Hubschrauber mit 3 Mann vor Ort.